Und eines steht definitiv fest, hier beim Großen Preis von Brasilien wird die Bühne für ein großartiges Schauspiel aufbereitet. Titelentscheidungen, Kummer, Triumphe und brasilianische Glücksmomente, alles das wird Sie hier in Hülle und Fülle auf dem Autodromo José Carlos Pache erwarten. Heute befinden wir uns auf der Rennstrecke von Interlagos, die es auf 4,35 Kilometer Länge bringt und eine der wenigen Strecken ist, die gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird. 15 Kurven, 9 links und 6 rechts warten auf die Fahrer und es wartet ein sehr anspruchsvoller Mittelsektor. Aber noch wichtiger natürlich der dritte, denn dort wird fast die ganze Zeit Vollgas gefahren und am Ende vor dem Senna S ist die beste Überholmöglichkeit der Strecke. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Reden wir über Peters. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Im Motorsport gibt es natürlich keine Garantien. Aber ich denke, dass Ihre letzte Performance Ihrem Selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Peters startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Vettel, Lando Norris und Grosjean. Perez, Stroll. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Raikkonen und Lewis Hamilton. Weber, Ricciardo, George Russell und Butler, Kubica, Giovinazzi, Charles Leclerc und Alexander Albon. Sainz Junior und Danny Quert komplettiert die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Und es kann losgehen. Hamilton und viele andere sind weit nach hinten versetzt worden aufgrund der Strafen. Dementsprechend haben wir dann jetzt Bottas, Verstappen und Vettel vorne mit dabei. Aber da können wir uns aktuell, ja, erstmal nur gegen Bottas einen Zweikampf liefern. Die anderen beiden haben wir schon mal ganz gut abgehängt. Dann sehen wir jetzt hier noch das Duell zwischen Norris und Perez. Also die beiden, die ja vorne eher selten anzutreffen sind. Perez auf jeden Fall öfter als Norris, also der auf Platz 6, das ist schon eine Seltenheit. Wäre aber auf jeden Fall ein Riesenerfolg für ihn, wenn er sich da weiter durchsetzen könnte. Hinten sehen wir auch noch ein Duell zwischen Stroll und Hamilton, was auch sehr interessant werden könnte. Die beiden sind ja zurückgesetzt worden und dementsprechend, ja, müssen die sich erstmal vorbeikämpfen an Grosjean, Norris und Perez. Das wird nicht einfach. Und Norris, ja, der kämpft noch. Hatte kurz mal die Nase vorne, aber Perez erstmal weiterhin vorne. Und ja, bei Renault wieder gewohnt, Platz 13, 15, das ist natürlich zu wenig. Daniel Quirt auf dem letzten Platz und der fährt jetzt hier auch raus. Macht wohl keinen Sinn mehr. Hat Tempoprobleme gehabt, konnte sich da nicht vorbeikämpfen und stellt das Fahrzeug ab. Kein Safety Car, aber ja, Schluss auf jeden Fall für Daniel Quirt. Hier sehen wir jetzt einen Red Bull. Weiß ich jetzt nicht, ob das Verstappen ist. Ich denke ja. Ja, so ist es. Hinter ihm Vettel, vor ihm Valtteri Bottas und Verstappen versucht jetzt die Attacke zu starten, um sich hier Platz 2 zu erkämpfen. Könnte spannend werden. Hamilton mittlerweile schon auf Platz 6 unterwegs und Verstappen ist jetzt ja erstmal wieder hinten dran, ist auch mit den Mediums natürlich vielleicht im Nachteil gegen Bottas. Und dann sehen wir jetzt auch noch Sebastian Vettel, der jetzt die Attacke gegen Verstappen startet und vorbeikommt. Also Bottas behält seinen Platz 2. Vettel aber jetzt auf dem Podium und Verstappen nur noch auf 4 in Anführungsstrichen. Petersen kommt jetzt in die Box. Weiß jetzt nicht, wie groß der Abstand ist, den er sich mittlerweile aufgebaut hat. Schauen wir mal. Hinter ihm auf jeden Fall noch Bottas und Vettel, die beide auf Soft unterwegs sind. Und wir sehen Bottas und Vettel jetzt erst hier rumfahren. Also Petersen wird auf Platz 1 bleiben. Also der Abstand ist riesig. Und Bottas kommt rein. Also in derselben Runde. Mercedes möchte also beide hier in dieser Runde abfrühstücken. Petersen ist jetzt mittlerweile raus. Und ja, Vettel damit erstmal auf 2. Verstappen wieder auf 3. Muss natürlich auch reinkommen. Hamilton kommt jetzt auch rein. Zieht sich hier die harten Reifen drauf. Und ja, bin ich mal gespannt, wie es dann mit den Reifen weitergeht. Petersen auch auf hart unterwegs. Hinter ihm Vettel auf soft und
Verstappen auf Medium. Ja, könnte sein, dass Verstappen eine bessere Taktik hat mit den Medium. Bin ich mal gespannt. Hatte aber ja nicht so gut geklappt gehabt jetzt im Duell gegen Bottas und Vettel. Aber mal sehen, wie es dann nach den Stops aussieht. Pedersen fährt jetzt hier um die Ecke, hat auf jeden Fall ein sehr gutes Tempo. Hier sehen wir Sebastian Vettel, der noch einen Boxenstopp vor sich hat, genauso wie Max Verstappen. Ja, bin ich mal gespannt. Kommen die beiden jetzt rein oder kommt nur einer rein? Vettel wird höchstwahrscheinlich reinkommen, wenn er auf Soft unterwegs ist. Bei Verstappen könnte es natürlich sein, dass er noch eine Runde dreht. Wie sieht es jetzt mit Vettel aus? Ja, der kommt auf jeden Fall rein. Was macht Verstappen? Der versucht erstmal seine Reifen noch weiter auszufahren. Halte ich auch für sinnvoll. Und dann hat er auch länger, oder sagen wir mal, hat er später die harten Reifen drauf und hat damit länger jüngere Reifen so gesehen. Und könnte dann damit vielleicht nochmal was nachlegen. Hier sehen wir jetzt Norris, der ja einen guten Startplatz hatte und auch bislang ein gutes Rennen gefahren hat. Also dem würde ich es mal gönnen, wenn er mal wieder in die Punkte kommt. Aktuell Platz 9. Mal sehen, was da noch möglich ist für ihn. Hier sehen wir jetzt Vettel im Bild. Dahinter Sergio Perez und Stroll, die beide wahrscheinlich noch in die Box müssen. Sonst wären sie jetzt nicht so weit vorne. Hier sehen wir Vettel im Bild. Dahinter Butler und Bottas auf 7 unterwegs. Das bedeutet, Vettel ist mittlerweile an Bottas vorbei über die Box. Und Hamilton ist direkt hinten an Bottas dran. Puh, also wird das wieder so ein Desaster wie in Austin für Bottas? Ich hoffe es mal nicht für ihn. Und es wäre wichtig für ihn, wenn er mal wieder auf dem Podium landet. Sonst, ja, kann man wirklich sagen, sieht es schlecht aus für ihn. Jetzt sehen wir Max Verstappen reinfahren. Und ich bin natürlich gespannt, ob er jetzt hier noch groß was rausfahren konnte oder ob er jetzt Plätze verloren hat. Er wird vielleicht so zwischen Vettel und Bottas rauskommen. Bin ich mal sehr gespannt. Perez und Stroll weitergefahren. Hier sehen wir jetzt gerade Vettel um die Ecke fahren. Das könnte eng werden. Vielleicht hat Verstappen aber den Overcut geschafft. Bin ich mal gespannt. Jetzt sind beide auf den gleichen Reifen und Verstappen hat jüngere Reifen. Also im Verlaufe des Rennens könnte Verstappen dadurch einen Vorteil haben. Aber Vettel ist vorbei erstmal an Verstappen. Und ja, Verstappen landet zwischen den beiden. Bottas damit auf 6, also hat gegen beide einen Platz verloren. Das ist natürlich bitter und hat dann noch Hamilton im Nacken. Das wird nicht einfach, aber die Frage ist, wo kommen Perez und Stroll raus? Vielleicht kommen die ja noch zwischen Hamilton und Bottas raus. Dann hätte Bottas ja zumindest nochmal einen kleinen Abstand sozusagen und müsste sich dann nicht so quälen im Duell gegen Hamilton, weil der hat, glaube ich, Bock und der wird es auch schaffen, hier mit Vollgas Bottas attackieren zu können. Und jetzt sehen wir die beiden reinfahren und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Erstmal, ob die beiden Stops auch gut klappen, ob die Reihenfolge so bleibt, also ob Perez vor Stroll bleibt und wo die beiden rauskommen. Das ist, glaube ich, die interessanteste Frage. Wenn ich mir den Stop so ansehe, lief es wohl soweit gut. Reihenfolge bleibt. Also Perez vor Stroll. Hier sehen wir jetzt Sebastian Vettel, der höchstwahrscheinlich an den beiden vorbeiziehen wird. So ist es auch. Und es wird wohl nur Perez schaffen von der Prognose. Ja, da sehen wir Bottas. Dann ist hier Perez. Dann müsste jetzt Hamilton auch langsam kommen. Da ist er. Und der mogelt sich zwischen die beiden. Also damit Hamilton jetzt auf 6. Bottas auf 4, hat zumindest Perez dazwischen, um nicht von Hamilton direkt attackiert zu werden. Norris auf 8, also für ihn auch immer noch ein gutes Ergebnis. Und Russell aktuell noch in den Punkten. Kubica haben wir da gerade gesehen. Dahinter sehen wir Albon und Daniel Ricciardo, die gerade um Platz 14 kämpfen. Ja, da hat sich Daniel Ricciardo durchgesetzt, aber ja, von Renault ist wohl diese Saison leider nicht mehr viel zu erwarten. Auch Haas ist nicht mehr so stark unterwegs. Butler, der eigentlich ein paar gute Rennen hatte, so in der letzten Zeit, ist jetzt auch hinten mit drin. Ist natürlich auch zu wenig, aber da werden vielleicht noch welche stoppen müssen.
So, und jetzt sehen wir wieder ein wichtiges Duell vorne. Da geht es jetzt um Lewis Hamilton, der jetzt gerne an Perez vorbeiziehen würde, um dann an Bottas ranzukommen. Aber auch Stroll dahinter ist interessiert, da vorbeizuziehen. Perez hatte ja in der letzten Saison hier in Brasilien sein Fahrzeug abstellen müssen. Deswegen wäre es ihm wahrscheinlich wichtig, wenn er hier ein paar Punkte mitnehmen könnte. Und bislang macht er ein gutes Rennen. Hamilton erstmal vorbei, aber jetzt der Gegenangriff von Sergio Perez. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt dürfte er auch vorbei sein. Beide auf Medium gewechselt, also nicht auf harte Reifen. Haben ja die Softs lange ausgereizt. Und jetzt könnte auch noch Stroll vorbeiziehen an Lewis Hamilton. Also das sieht wirklich sehr schlecht aus für Hamilton, und so ist es. Hamilton damit nur noch auf Platz 7 statt auf Platz 5. Das ging schief, sage ich jetzt mal. Und für Ferrari natürlich, ja, nicht so schön. Die würden natürlich gerne mit beiden Fahrzeugen wieder gut dabei sein, auch wenn Vettel hier wirklich einen sehr guten Job macht. Aber gerade für Hamilton baut das natürlich den Druck auf, der natürlich gegen Vettel gewinnen will. Man ist ja mit seinem Teammate sozusagen, ja, eher verfeindet, muss man fast sagen. Oder sagen wir mal eher groß konkurrierend. Und jetzt kommt Hamilton mit der Attacke gegen Stroll. Ja, und scheint sich da ganz gut durchzusetzen. Ist natürlich auch nicht einfach mit den harten Reifen hier gegen die beiden auf Mediums zu kämpfen. Hamilton macht das aber ganz gut, holt das Beste raus. Der Red Bull von Stroll ist natürlich auch sehr, sehr schnell. Und da ist es extrem schwer vorbeizukommen. Perez, der ja in dem Racing Point eher im Nachteil ist, kann sich aber bislang noch erstmal gut durchsetzen. Und Hamilton schafft es erstmal, sich an Stroll vorbei zu mogeln und sich damit dann doch noch Platz 6 zu sichern. Petersen durch die Ziellinie gefahren. Glückwunsch an ihn und auch Glückwunsch an Verstappen und Vettel, dass die beiden mal wieder auf dem Podium stehen. Das war's mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen können? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.